Zweiter Platz, Gewinner der Silbermedaille. We say congratulations to couple number 280. Geschafft. Gold für Yit Bayraktar und Lucrezia Kureite. Mit 14 Jahren Weltmeister. Das Ergebnis harter Arbeit. Also, das ist ein unglaublich gut Gefühl und ich fühle mich jetzt wie ein Weltmeister. Also, das Gefühl ist so krass. Amazing, I have no words. Ich bin einfach sprachlos. Oh my God, I don't know. Glücklicher Tänzer, stolzer Vater. Die ganze Familie von Yit Bayraktar ist nur für seinen Sport vor 3 Jahren aus der Türkei zurück nach Bremen gezogen. Hat alles darauf ausgelegt. Es waren wirklich sehr harte 3 Jahre. Während Corona hierher gekommen, der Grün-Gold-Club uns aufgenommen, die Kinder in wirklich schwierigen Lagen und Zeiten hart gearbeitet, Familie getrennt unterwegs gewesen, dass alles so gut gelaufen ist, dass sie wirklich jetzt das bekommen haben, was sie wirklich verdient haben. 3 Jahre Arbeit für dieses WM-Finale. 6 Paare, 10 Tänze, Standard und Latein. Hier der Slow Fox, hier der Quickstep. Das Besondere? Lucrezia lebt in Litauen. Das gemeinsame Training, eine Mammutaufgabe. Mehrere Wochen am Stück kommt sie nach Bremen oder lebt er bei ihr. Sie üben täglich 6 bis 8 Stunden. Ein Großprojekt unter der Leitung von Trainer Roberto Albanese. Sowas von stolz, weil Yit ist ein Herzensprojekt und ich habe viel mit der Familie und mit dem Kind durchgemacht, um an diesen Punkt zu kommen und deswegen sind wir richtig, richtig, richtig glücklich. Halbzeit, letzte Tipps vom Trainer. 5 Lateintänze zum Schluss, der letzte ist ein Jive. Die Konkurrenz ist hart und teils ein Jahr älter. Sicher können sich die beiden nie sein. Am Ende gewinnen die 14-Jährigen aber alle 10 Tänze. Nie ist ein anderes Paar besser. Also ich habe immer mich vertraut, dass ich immer eine Meister bin, also eine Weltmeister werde. Und deswegen habe ich immer getrainiert, jeden Tag für diesen Tag. Jetzt bin ich Weltmeister und ich bin stolz. It was also amazing. It es was war einfach very, nur toll, like, vor dieser Kulisse zu tanzen. And it's so nice. Ein Erfolg über die Grenzen hinweg. Lucrezia Kureite und Yit Bayraktar haben es ganz nach oben geschafft. Nächstes Jahr, so der Plan, wollen die beiden ihren Pokal verteidigen.